Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Wir sind jetzt wieder hier im Zug und sollen jetzt das Zugpersonal befragen. Ich werde nochmal, sofern es geht, hier in die einzelnen Kabinen reingehen, Abteile, nicht Kabinen, jetzt nicht auf dem Schiff, in die einzelnen Abteile reingehen, sofern das geht. Aber hier hat es jetzt gerade nicht funktioniert. Was war denn hier nochmal? Oder was war hier? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwo war ja auch die Oma Enigma, ne? Das hier sieht auch nicht so aus, als wäre da etwas. Okay. Ja, das Zugpersonal treffen wir wohl dann am ehesten genau hier. In der Küche oder im Speisewagen. Oder sonst wo. Ich bedauere, aber im Moment ist das Restaurant geschlossen. Bitte beehren Sie uns später. Was? Das Restaurant ist zu? Ganz genau. Auf dem Weg nach Luxembourg passieren wir einen langen, unbeleuchteten Tunnel. In dieser Zeit können sich unsere verehrten Gäste natürlich nicht an der herrlichen Aussicht erfreuen. Es ist der Wunsch Herrn Belugas, dass alle Gäste beim Dinieren den Ausblick genießen können. Daher stellt das Restaurant so lange bedauerlicherweise seinen Betrieb ein. Puh, wie vornehm. Herr Beluga hat ja wirklich an alles gedacht. Wie sinnlos. Ganz ehrlich, wie doof. So, wir gehen jetzt erstmal hier in die Küche, schauen, ob wir hier aus ihm noch was rauskriegen. Makroni. Na, wie geht's meinem kleinen Wolleproppen? Ich wusste ja, es wird nicht leicht ohne ihn, aber die Einsamkeit macht mich wirklich fertig. Geht es ihm wenigstens gut? Keine Sorge, es geht ihm bestens. Ehe sie sich versehen, wird er fit wie eine Springmaus sein. Das freut mich zu hören. Ich verlasse mich auf dich, mein Junge. Ich wollte gerade die Küche schließen, bis wir in Luxembourg ankommen. Auch das Restaurant macht so lange zu. Am besten, ihr ruht euch ein wenig in eurem Abteil aus. Nee, wir wollen uns nicht ausruhen. Wir wollen Rätsel lösen und irgendwelche tollen Sachen rausfinden. Und vielleicht wollen wir uns auch mit der Katja treffen, die ja jetzt hier irgendwo sein muss. War hier irgendwas drin? Hier waren diese beiden Lustigen drin, ne? Nee. Ach, stimmt, hier war die komische... Stimmt, hier war diese komische Troller mit dem Hündchen. Ist aber gerade auch nicht da. Okay, hier kommen wir doch zur Außenterrasse, oder? Da war nichts, da war nichts. Hier müsste die Oma Enigma sein. Ja, da ist sie sogar. Ich kann ja mal eben gucken. Lux Festschmaus, Apfelrechnung. König Protz, was ist König Protz? Was ist Apfelrechnung? Wir machen einfach mal Apfelrechnung. Sägetrick und den ganzen anderen Kram möchte ich gerade noch ein bisschen aufschieben. Thorsten und Waldemar haben beide eine bestimmte Anzahl Äpfel. Wenn Thorsten Waldemar einen Apfel gäbe, hätten beide gleich viele Äpfel. Wenn Waldemar Thorsten zwei Äpfel gäbe, hätte Thorsten dreimal so viele Äpfel wie Waldemar. Wie viele Äpfel hat jeder der beiden also? Okay, können wir wieder ein bisschen durchgehen. Also, die haben beide eine bestimmte Anzahl. Wenn Thorsten Waldemar einen Apfel gäbe, sagen wir mal, pass mal auf, wir machen das mal so. Das ist Thorsten und das ist Waldemar. So, und nehmen wir an, dass der Thorsten... dass der Thorsten drei Äpfel hat. Sagen wir jetzt einfach mal. So. Wenn Thorsten Waldemar einen Apfel gäbe, hätten beide gleich viele. Das würde bedeuten, er hat nur einen Apfel. Okay. Wenn Waldemar Thorsten zwei Äpfel gäbe, das geht nicht, also muss er definitiv mehr als zwei haben. Gut, Thorsten Waldemar. Sagen wir, er hat... er hat fünf Äpfel. So. Wenn Thorsten Waldemar einen Apfel gäbe, hätten beide gleich viele. Das würde bedeuten, dass er sieben hat. So, er hat sieben, er hat fünf. Er gibt einen ab, hat nur noch sechs, er hat nur noch sechs. Und wenn Waldemar Thorsten zwei Äpfel gäbe, dann hätte er rein theoretisch nur noch drei und er hätte neun. So, wenn Waldemar Thorsten zwei Äpfel gäbe, hätte Thorsten dreimal so viele Äpfel wie Waldemar. Wie viele Äpfel hat jeder der beiden also? Ja, 7 und 5. Am Anfang, oder? Es geht doch darum, wie viele hat man am Anfang. 7 und 5. Wie gebe ich das ein? Thorsten? 7. Und du 5. Nochmal eben kurz durchrechnen, ob das auch so passt. So. Dann haben beide 6, das ist klar. Er gibt ihm... wenn Waldemar Thorsten, 2 Äpfel gebe... Hä, wie bin ich denn gerade auf die... Ah ne, Quatsch, hat der 3, hat der 9. Ja, stimmt, Antwort. Nun die Probe aufs Exempel. Ja, sehr schön. Ich habe die beiden sogar richtig benannt, Thorsten und Waldemar.
Wunderbar. Famos, Thorsten hat 7 Äpfel, Waldemar 5. So hätten beide Jungen 6 Äpfel, wenn Thorsten Waldemar einen abgebe. Wenn Waldemar Thorsten 2 seiner Äpfel gäbe, hätte Thorsten 9 Äpfel, also 3-mal so viele wie Waldemar. Okay. Gut, das hat ja mal erstaunlich schnell funktioniert. Das haben wir gelöst. So, Festschmaus schiebe ich auf, Würfel, Sägetrick, König, Protz, Fahnenfarben schiebe ich auch auf. Machen wir mal König Protz. Rätsel 49, 20 Picarat. So, in einem weit entfernten Land gibt es einen prahlerischen König, der jeden noch so überflüssigen Vierlefant sammelt und stolz zur Schau stellt. Seinen Untertanen ist es untersagt, einen neuen Artikel früher zu kaufen, als ein Monat nachdem der König ihn erworben hat. Erst dann gibt es das Objekt zum Verkauf frei, gibt er das Objekt. Nach seiner jüngsten Einkaufstour befiehlt der Monarch allen Untertanen aber plötzlich, sich sofort das gleiche Objekt zu kaufen. Kreise das Objekt ein, das er meint. Okay. Also das ist der ganze Kram, den er so gekauft hat. Okay. Er hat sich einen Kühlschrank gekauft. Aus welchem Grund könnte er den Leuten sagen, hey, kauft einen Kühlschrank? Damit die ihr Essen lagern können? Weiß ich nicht. Damit sie Fotos machen können? Damit sie Hausschuhe haben? Damit sie ein Haustier haben? Damit sie Auto fahren, damit sie einen Kaktus haben, damit sie ein Telefon haben, damit sie einen Fernseher haben. Ach, natürlich, damit sie ein Telefon haben. Klar, weil was macht er mit einem Telefon, wenn kein anderer eins hat? Oder? Ja gut, zu Dekozwecken vielleicht hinstellen, aber der Fernseher gibt keinen Sinn. Er kann ja Fernsehen gucken, warum sollten die Leute Fernsehen gucken? Telefon. Klar. Dann weil er sich das gekauft sehen. Hat? Ja. Weil er sich das gekauft hat und jetzt niemanden hat, der auch ein Telefon hat. Logischerweise. So. Aber klar, dieser topmoderne Fernsprecher muss der Grund für des Königs Sinneswandel sein. Wer telefoniert schon gern, wenn er niemanden zum Anrufen hat? Ja. Genau. So. 2 Rätsel aus Oma Enigmas Hütte. Das hier schieben wir bis Gott weiß wann auf. Am Ende werden wir die anderen Rätsel natürlich auch noch machen. Ist ja klar, du bist der Henk, ne? Warst du nicht der Henk? Ja. Gleich gibt's was zu arbeiten. Endlich. Ich wäre von der Warterei ja fast verrückt geworden. Wie meinen Sie das? Der Zug wurde doch eben erst repariert. Ja, schon. Aber noch kann ich nicht Feierabend machen, weil... Hoppla, nichts, gar nichts. Alles Paletti. Was? Das klingt aber verdächtig, mein Lieber. So, sprich mit dem Zugpersonal. Wo ist denn der Rest hier vom Personal? Ah, Hallöchen. Hallöchen. Kennen wir den überhaupt schon? Konrad. Hallo, hallo, ich heiße Konrad und bin Student aus Dropstone. Ich reise nach Luxemburg, also werden wir uns wohl für eine Weile diesen schönen Zug teilen. Oh, haben Sie von dem langen Tunnel gehört, der auf dem Weg nach Luxemburg liegt? Wenn der Zug da durchfährt, gehen alle Lichter an Bord aus. Und was noch komischer ist, auch der Zugang zum Luxuswagen soll angeblich abgeriegelt werden. Wer weiß, was manche Fahrgäste im Dunkeln so alles anstellen. Etwas sehr Eigenartiges muss in diesem Zug vorgehen, wenn der Luxuswagen abgesperrt wird. Aber natürlich, jetzt wird mir alles klar. Luke, mir ist gerade ein Licht aufgegangen. Schnell zum Luxuswagen. Ich folge Ihnen. Okay. Was ist ihm für ein Licht aufgegangen, dass die Katja da wahrscheinlich im Luxuswagen sitzt? Das hätte ich jetzt auch vermutet, schon allein aus dem Grund, da sie hier nicht rumsteht. Ach so, ich dachte, ich kann den nochmal anquatschen. Ich fühle mich auf einmal so schlapp. Irgendetwas an diesem Zug macht mich richtig müde. Okay, ich hatte gehofft, dass der noch ein Rätsel hat, aber nun gut. So, dann zurück zum Luxusabteil. Also das ist jetzt das Einzige, das ich mir vorstellen kann, dass die Katja da irgendwie drin transportiert wird. So, da wären wir. Hier geht's zum Luxuswagen. Und was haben wir denn hier? Das sieht mir ganz nach einer Art Rätsel aus. Ich glaube, wenn wir dieses Rätsel lösen, können wir uns Zutritt zum Luxuswagen verschaffen. Oh, ich bin gespannt. Oh, oh. 40 Picarat. Sesam, öffne dich. Ordne die Symbole auf dem Schild richtig an, damit Luke und Professor Layton Zutritt zum Luxuswagen erhalten. Folgende Anweisung musst du befolgen. Den Stern direkt neben dem Mond, das X als zweites Symbol von links, den Kreis irgendwo links der Raute, der Mond 2 Plätze rechts der Raute. Okay, also das hier ist ja schon mal klar.
X, zweites Symbol von links. Stern direkt neben Mond. Der Kreis irgendwo links der Raute. Mhm. Stern direkt neben Mond. Ich mache das jetzt mal einfach so. So, Stern ist direkt neben Mond. X ist klar. Den Kreis irgendwo links von der Raute. Den Mond zwei Plätze rechts der Raute. Stern direkt neben Mond. Ist klar. So, das X ist klar. Den Kreis irgendwo links der Raute. Ja, hier ist doch irgendwo links, weil alles andere funktioniert ja nicht. Zwei Plätze rechts der Raute. Zählt das als zwei Plätze? Das ist die Frage, ne? Eins, zwei? Oder müssen zwei dazwischen? Aber das kann eigentlich ja gar nicht hinhauen. Also, wir können den Stern hier nicht hinpacken, weil der direkt neben dem Mond ist. Das heißt, auch der Mond kann da nicht hin. Das geht nicht. Das geht nicht. Es kann nur der Kreis hier hin. Dann ist das so richtig, würde ich sagen. Ja, Stern direkt neben Mond. Ist für mich logisch. X als zweites Symbol von links, Kreis irgendwo links der Raute, von mir aus auch ganz hinten, dem Mond zwei Plätze rechts der Raute. Huch, ich mach das jetzt einfach. Dann wollen wir mal sehen. Oh, es ist tatsächlich falsch. Jetzt dachte ich mir so... Man muss auch verlieren. Ich zieh nochmal die vier Regeln durch. Jetzt dachte ich mir so, ach cool, das ist so ein Rätsel, was voll easy ist, was vielleicht erst schwer aussieht, aber für 40 Pikarat, jetzt 36 Pikarat, kann das ja auch gar nicht so easy sein, oder? Obwohl alles andere finde ich gerade echt nicht logisch. Zweites Symbol von links, ist doch klar. So, nehmen wir mal an, wir packen das dahin. So, der Kreis irgendwo links der Raute. Das ist jetzt gegeben. So, ach, der Mond zwei Plätze rechts der Raute. Der Kreis irgendwo links der Raute. Ja, dann so. Oh Gott, ich habe das mit dem unten rechts und links nicht gelesen. Ja, doof, dumm, richtig lesen. Gibt es auch mehr Pikarat dafür? Sesam, öffne dich. Das war gute Kombinationsarbeit. Ja, zweiten Anlauf dann vielleicht. Na bitte, die Tür ist offen. Mauer erhalten und Sesam, öffne dich steht im Rätselindex. Holla, schauen Sie nur. Das ist ja ein Wahnsinnswaggon. Ja, er ist wesentlich luxuriöser als die Standardwagen. Es muss recht kostspielig sein, so zu reisen. Sieht ja genauso aus hier. Die haben nur einen anderen Teppich, oder? Kann es sein? So, erstmal klicken. Ja, Hinweismünze. Cool. Hier unten vielleicht auch. Nein. Können wir da rein? Nein. Aber hier können wir rein. Oh, Professor. Dieses Abteil ist ja wirklich umwerfend. Und viel größer als unseres ist es auch noch. Ui, wie schön und weich die Polster hier sind. Haha. Aber Luke, die Sitze sind doch kein Trampolin. Weißt du nicht mehr, dass ein... Weißt du nicht mehr, dass ein wahrer Gentleman stets? Oh, du hast ja recht, die sind ja super weich. Hui. Touren die da jetzt rum, oder was? Huch, was macht ihr Herzchen denn hier in diesem Abteil? Kein Unfug, hoffe ich. Ich störe ja nur ungern, aber ich bin im Auftrag des guten Geschmacks hier. Nun, dann dekorieren wir mal. Das hier rüber, die zur Seite. Ach nein, das sieht ja schlimm aus. Ah. Hey, Meister Frackfalte. Ja, du, Rätselgenie. Meinen Sie mich? Mein der Chef will, dass ich hier ein paar Blumen in der Gegend aufstelle. Könnt ihr mir vielleicht helfen, wie ich es anstellen soll, dass man sie auch überall schön riechen kann? Natürlich, bei so schönen Rosen fällt das sicher nicht schwer. Okay, so, Rosenduft 1. Oh, gibt's also auch mehrere von? Ach, sowas. Ach, sowas, okay. Nichts belebt die Sinne mehr als das zarte Bouquet frischer Rosen. Hilf Sammy, den ganzen Waggon mit Rosenduft zu erfüllen. Berühre ein Feld, um dort eine Rose aufzustellen oder wieder zu entfernen. Der herrliche Duft reicht genau zwei Felder weit in alle Richtungen, dringt aber nicht durch Wände. Achtung, überlagert sich der Duft zweier Blumen, wird er etwas zu penetrant. Verteile deine Rosen also gut. Okay. Ach, das bekommt man. Ach, das bekommt man sogar angezeigt. Das ist ja voll nett. Da ist es jetzt zu penetrant. Das wäre okay. Dann geht es aber hier nicht wirklich. Das wäre okay. Das wäre okay. Das wäre nicht okay. Das wäre hier okay.
Und das wäre dann hier okay. Und das war's. Nun die Probe aufs Exempel. Ja gut, wenn das jetzt angezeigt wird, war das auch jetzt nicht so schwer, ne? Ganz famos. Ganz famos. Dufte. Nur 5 Blumen reichen, um den ganzen Waggon mit rosigem Duft zu erfüllen. Sehr schön. Na, ist es so genehm? Oh ja, toll. Nicht so protzig, aber ein feiner Duft überall. Der große Häuptling wird's lieben. Na dann, haut euch hin, entspannt euch, genießt die Fahrt im Molentry Express. Es riecht wirklich gut hier. Ja, ein äußerst angenehmer Duft. Doch zurück zum Ernst des Lebens. Leider scheint es auch in diesem Abteil keine Fährten zu geben. Es schickt sich nicht für einen Gentleman, in den Gemächern anderer herumzuschnüffeln. Lass uns zurück in unser eigenes Abteil gehen. Ach, Professor, muss das sein? Es ist doch schon so spät. Können wir nicht hierbleiben? Ist das jetzt ein Ja oder ein Nein? Nein. Okay. Was sollte das jetzt hier? Was sollte das? Können wir uns nicht noch weiter umschauen? Da sind jetzt Blumen. Da sind die wunderbaren Sitze, Fenster. Oh, Hinweismünze. Da oben vielleicht noch eine. Nee, schade. Schade, schade. Wie seltsam. Auf einmal werde ich so müde. Was ist denn los, Flora? Oje, mir fallen auch gleich die Augen zu. Hey, ihr beiden, lasst doch die Spielchen. Oh, auf einmal fühle ich mich auch so schläfrig. Was? Was ist denn da draußen los? Ist das etwa ein Traum? Oh, Rätsel 58, tief im Tunnel. Zwei Züge treffen sich auf einem Rangierplatz in einem dunklen Tunnel. Verschiebe die Waggons und Lokomotiven so, wie die Zahlen es vorgeben. Aber aufgepasst, wie du siehst, wechseln diesmal nicht alle Waggons das Gleis. Die Wagen mit der Nummer 2 sollen am Ende wieder auf dem jeweiligen Ursprungsgleis stehen. Moment, was? Die Wagen mit der Nummer 2, also der hier und der hier, am Ursprungsgleis, also muss der wieder nach oben? Ja, ja, der muss dann dahin. Ach so, ja, okay. Ist das hier eine Lücke oder sieht das nur so aus? Ja, das ist eine Lücke. Gut, dann ist das diesmal ja schon ein wenig kniffliger. Dann wäre es ganz schön, wenn wir erstmal die 1 da hinten irgendwie hinbekommen. So. So. Und das funktioniert schon mal nicht. Okay. Ach, wir können ja den runterschieben. Können wir den da... Na, komm schon. Den da hinschieben. Dann schieben wir da die 1 hin. Dann brauchen wir wieder die ursprüngliche 2. Das machen wir so. Ich achte, wie ihr vielleicht gesehen habt, bei solchen Rätseln überhaupt nicht darauf, dass ich eine möglichst geringe Anzahl an Zügen habe, einfach aus Zügen. Nee, aber ne, wie ihr seht, achte ich da nicht besonders drauf. Was muss jetzt eigentlich hin? Ach, die 3. Weil ich das nicht so wichtig finde. Ich meine, Hauptsache, man löst das Ding, oder? Denke ich mir immer so. 2. Dann kommt die 3 dahin, dann kommt die 3 da rein, dann kommt die 4 dahin und die 3 hierhin und dann müsste es richtig sein. Ob das stimmt? Ja, richtig, Mensch. Haha, Kinderspiel. So, gut gekoppelt und so brechen 2 Züge in die Dunkelheit auf, beide mit dem Waggon Nummer 2 des anderen. Potzblitz, ich muss auf dem Sitz eingeschlafen sein. Wie unachtsam von mir. Hast du eine Ahnung, was sich in diesem Tunnel ereignet hat, Luke? Leider nicht, Professor. Ich habe tief und fest geschlafen. Aber ich habe etwas Seltsames geträumt. Ich träumte, dass ein Teil des Molentry Express im Tunnel die Gleise gewechselt hat. Die Gleise gewechselt? Du glaubst also, dass manche Wagen jetzt auf einer anderen Strecke fahren? Luke, das war möglicherweise überhaupt kein Traum. Wenn wirklich Wagen abgekoppelt wurden, dann sind diese sicherlich nicht mehr auf dem Weg nach Luxembell. Dann ist das vielleicht der Trick, um zu der Phantomstadt zu gelangen. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass dies tatsächlich des Rätsels Lösung ist. Ob es in der Phantomstadt spukt? Ich hoffe nicht. Glühbirne erhalten.
Sehr schön. Aufgewacht und frisch gemacht, ihr Herzchen. Nächster Halt, Pool Sense. Zug ist da, macht euch klar. Lasst mir ein Trinkgeld da. Four Sense, hä? Natürlich, das ist die Lösung. Unsere Fahrkarte ins Ungewisse. Der Zielort ist doch angegeben. Wir haben ihn nur übersehen. Wie? Aber wo denn, Professor? Was? Rätsel 59, das Ziel vor Augen, 40 Picarat. So, vor dir siehst du die Fahrkarte, die Luke und der Professor in Dr. Schraders Hand fanden. Auf den ersten Blick scheint kein Reiseziel darauf vermerkt zu sein, aber nach einem bestimmten Kunstgriff enthüllt die Karte den Namen der Stadt, auf die unsere Helden zusteuern, Foul Sense. Der Schlüssel zu dieser Erkenntnis ist die Ziffer, die aus der Fahrkarte ausgestanzt wurde. Welche Ziffer mag das wohl sein? Ein Tipp, schau mal in die Spielanleitung. Was? Was? Also ich gehe davon aus, wenn wir uns die Buchstaben hier anschauen, machen wir mal Notiz, dass das hier, also hier ist sie ausgestanzt, ne? Aber das hier könnte ja mit viel Fantasie Foul Sense heißen. Oder etwa nicht. Das ist jetzt bestimmt so mies, weil man, wenn man den Nintendo DS hätte, den bestimmt irgendwie drehen müsste oder so. Und dann würde man das voll schnell sehen. Ist jetzt natürlich doof, aber dafür drehe ich einfach mal meinen Kopf. Vielleicht klappt das auch. Ja, also ich gehe davon aus, dass die hier irgendwie Foul Sense... Das könnte schon hinkommen. Das könnte schon hinkommen. Ich weiß ja gerade nur nicht, welche Ziffer, ne? Der Schlüssel zu dieser Erkenntnis ist die Ziffer, die aus der Fahrkarte ausgestanzt wurde. Welche Ziffer mag das wohl sein? Ja, das ist 100 Pro. Irgendwas mit, weiß ich nicht, den DS umdrehen oder... Oder spiegeln oder so. Also ich gehe echt davon aus, dass hier Foul Sense steht, nur... ausgestanzt. Wenn wir die jetzt nach oben klappen würden, ergibt das irgendwie Sinn? Ich würde fast sagen die 3. Weil die Buchstaben hier nämlich, wie gesagt, so aussehen, als könnte man daraus das Wort Foul Sense bilden. Aber es würde das E immer wieder fehlen, oder? Also die 5 ist das S. Deshalb würde ich spontan sagen 3. Die 3 als E, aber die ist hier zu sehen. Und wenn ich die Hinweise nehme, die Hinweismünzen, dann kommt 100 pro irgendein Tipp wie, dreh doch mal den DS oder so. Und das bringt mir ja eh nichts. Von daher möchte ich die echt ungern nehmen. Ich probiere es jetzt mit einer 3, weil 3E ist jetzt das Einzige... Und wenn das nicht funktioniert... Kein Rätsel ohne Lösung. Nee, funktioniert auch nicht. Dann muss ich mal schauen. Das ist wirklich eine harte Nuss. Um dieses Rätsel zu lösen, musst du auf irgendeine Weise die beiden Zahlenfolgen auf der Karte verbinden. Ja, ja. Ja, ja, ich weiß. Boah, 36 nur. Ja, ich müsste das wahrscheinlich wie spiegeln oder so. Ja, Leute, wisst ihr was? Ich mache jetzt an dieser Stelle erstmal einen Cut, beende die Folge. Und dann hoffe ich, dass es beim nächsten Mal irgendwie... Weiß ich nicht. Also echt dieser Tipp da unten, schau mal in die Spielanleitung. Das ist 100 pro sowas wie drehen, auf den Kopf stellen, irgendwas. Irgendwas, was ich mit dem Emulator gerade nicht machen kann. Ja, wisst ihr was? Wisst ihr, was es ist? Wir müssten den Emulator höchstwahrscheinlich hochkant stellen, sodass das hier... Nee, das ergibt ja auch keinen Sinn. Egal. Wir werden das schon rauskriegen beim nächsten Mal. Hoffentlich irgendwie. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.